Wenn ich an einer Maschine vorbeigehe, höre ich schon oft das, was nicht stimmt. Jede Maschine hat ihren eigenen Rhythmus, ihren eigenen Charakter. Eine Maschine ist erst dann gut, wenn sie störungsfrei läuft. Nach 34 Jahren ist es meist die Erfahrung, die einem weiterhilft. Insbesondere bei den großen technischen Herausforderungen, die hier täglich an uns gestellt werden. Vor etwa 15 Jahren, als wir mit dem Inmund-Labeling anfingen, war das mit 4 Sorten ja alles noch total übersichtlich. Das ist hier zum Beispiel unser Oldtimer, einer meiner Lieblingsmaschinen. Aber die leistet immer noch hervorragende Arbeit und läuft astrein. Die EDV-gestützte Produktionsüberwachung für alle Maschinen hilft mir dabei natürlich enorm. Hier, alles im grünen Bereich. Wenn man unseren modernen Maschinenpark jetzt sieht, das ist ein riesiger Sprung. Und damit ist er lange nicht Schluss. Wir entwickeln uns ja immer weiter. 1300 Sorten sind heute kein Problem mehr. Und die sitzen Bruchteile von Millimeter genau. Trotzdem sind da immer noch zig Komponenten, die da verbessert werden können. Oft müssen wir da echt flexibel sein, wenn wir etwas Bestimmtes zum Laufen bringen wollen. Für Außenstehende ist das manchmal totales Neuland. Ich bin zum Beispiel einmal mit meinem Vater durch die Hallen gegangen. Und er meinte nur, irre, was für ein Aufwand, was für ein Leben so ein Salatbecher schon hinter sich hat. Hätte ich nie gedacht. Dabei ist die Abstimmung mit meinen Kollegen enorm wichtig. Ein Formel-1-Fahrer zum Beispiel ist auch nichts ohne sein Team. Jeder hat Erfahrung und Know-how und bringt das auch jeden Tag mit ein. Und jeder Tag ist für mich eine neue Herausforderung. Wenn ich heute Abend Feierabend mache, weiß ich nicht, was morgen ist. Eins ist aber sicher. Morgen sind wir wieder einen Schritt weiter. Wir machen den Unterschied.